Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von Need for Speed, zu einer neuen Aufnahmesession. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehmen werde. Ich gucke jetzt einfach mal. So, ich habe jetzt einfach mal meine Uhr, die läuft jetzt hier mit und stoppt dann die Zeit. Bevor wir anfangen, Rennen zu fahren und sowas, muss ich sagen, ich bin heute tatsächlich einmal alleine, weil keiner so wirklich Zeit hatte mitzuspielen, beziehungsweise ein Let's Play mit zusammen aufzusehen, bis auf den Benny, zu dem ich aber eben ganz kurz mal was flüstere. Sag Hi zu den Leuten. So. Ich muss dann sowieso noch ein bisschen was erklären. Ich habe nämlich mal das letzte Let's Play angeguckt und habe gesehen, dass dort seit der Aufnahme ein bisschen was passiert ist. Weil ein bisschen ist gut. Ich bin mittlerweile jetzt Level 31. Ich habe auch die letzten zwei Wochen komplett durchgesuchtet. Um mal ganz ehrlich zu sein. Und vor allen Dingen habe ich ein paar neue Karren. Wie diesen schönen Audi. Hier. Und Benny schreibt Joghurt. Ich in meiner Hose. So. Willst du mal? So. Es ist total schade, dass ich nicht mit ihm aufnehmen kann. Aber er kann leider nicht telefonieren, beziehungsweise nicht skypen zwischendrin, was leider total schade ist. Ich wollte ins Safehouse, in den Stützpunkt. Da gehe ich auch mal kurz rein. Und, okay, das ist gut. Und gehe mal kurz auf Wagenwechsel und zeige dann eben mal ganz kurz, ganz kurz, welchen neuen Wagen ich habe. Der letzte Stand, auf den ihr seid, ist der Porsche. Der hat sich bis auf die Neonröhren auch nicht anders verändert. Es sind jetzt so Stripes-Neonröhren drin. Der hat sich aber bis dorthin nicht sehr viel verändert, glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ich da neue Nahrungsteile angebaut habe. Ich habe die letzten zwei Wochen so durchgesuchtet. Das glaubt ihr nicht. Der Königsegg ist neu. Königsegg CCXR Edition. Den habe ich mir dann tatsächlich aber so eben geleistet. Von Speedboost, wohlgemerkt. So, und komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Wegen Speedboost und Bezahlen und blablabla, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Der Mazda ist neu, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt im letzten Let's Play schon mitgesehen habt, aber der ist neu. Geschenk vom Speedboost-Pack-Kauf. Den Lamborghini habe ich mit Ingame-Geld geholt. Der kostete 1,8 Millionen. Ich glaube, es waren 1,8 Millionen. Ist aber allerdings noch sehr schwammig auf der Straße, weil hier nur noch normale Street-Reifen drauf sind. Ich brauche hier für den hier vernünftige Pro-Reifen. Die habe ich allerdings noch nicht und ich werde mir kein Pack und sowas erstmal kaufen. Der Jaguar ist neu. Der Jaguar XKR ist ein Schatzjäger-Auto. Den habe ich mir dann auch tatsächlich mal geleistet. Den Audi R8 Coupé Quattro habe ich mir ebenfalls von Ingame-Geld gekauft. Weil, wie gesagt, ich habe die letzten zwei Wochen ziemlich durchgesuchtet und habe sehr viel Geld verdient und konnte ich mir eben ein paar Wagen holen. Ich habe mir so gedacht, für Let's Play wäre es schön, mehr Wagen zu haben als nur einen und auch ein paar Wagen zu haben, die ein bisschen von der Klasse her sich unterscheiden. Es gibt nichts Großartiges zu dem zu sagen. Ich habe den ein bisschen lila lackiert, so mein Game-Mobil habe ich jetzt. Nachrüstteile kann ich nicht einbauen, weil das Handling runterdrückt. Ist ein bisschen doof, aber hätte ich das vor dem Kauf gewusst, hätte ich den wahrscheinlich trotzdem gekauft. Warte,
Der hat, glaube ich, 1,6 Millionen gekostet. Ingame-Geld. Ingame-Spielgeld. Also Spielgeld. Dodge Viper, ebenfalls mit Ingame-Geld geholt. 1,1 Millionen hat der gekostet. Den habe ich allerdings gestern oder vorgestern geholt, weil ich dann in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen weiter gesuchtet habe. Und ich habe ihn gelb umlackiert. Und den letzten Wagen, den ich dann in der Garage aufzuweisen habe, ist nochmal ein schatziger Auto. Und zwar einen schönen alten Klassiker, nämlich einen BMW M1 oder MI. Die 1 ist immer ganz schlecht als 1 zu erkennen. Ich glaube M1 Pro Car aus dem Jahr 1979. Und Benny hat wahrscheinlich, glaube ich, gerade ein seltenes Teil in der Schatzjagd gefunden. Steht hier wohl von drin. Und ja, ich hatte dann noch einen Mitsubishi, den habe ich mir auch nochmal für 600.000 Ingame-Geld geholt. Der war aber so scheiße. Der war so rotze, dass ich den dann auch wieder verkauft habe. So, ich glaube, ich kann noch keine Schatzjagd machen. Nein, die habe ich heute Mittag, glaube ich, gemacht. Die kann ich erstmal nicht jetzt machen. Benny hat geschrieben, warte mal. Ich habe auch Joghurt in der Hose, aber der ist geplatzt wegen dem Druck in der Hosentasche. Welcher Druck? Da ist nichts, was Druck ausüben könnte. Lieber Benny. Entschuldigung. Gut. Ich würde sagen, wir fahren dann jetzt ein paar Multiplayer-Rennen, beziehungsweise vielleicht noch eine Teamflucht mit Benny zusammen. Wenn er denn... Nein, er ist gerade nicht available. Er ist momentan nicht da. Ich schreibe mal, dass er rauskommen soll. Komm raus für eine Teamflucht. In der Zeit fahre ich nochmal ein bisschen rum, das Open-World-Feeling genießen und nochmal ein bisschen erklären, warum ich mir denn jetzt Speedboost geholt habe. Ich weiß, dass jetzt viele Leute dort draußen denken, der kauft sich Speedboost, der gibt Geld aus für ein kostenloses Spiel, bla 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 bla. Ja, es stimmt. Ich habe auch diesen Monat, ich habe mir ein Limit gesetzt von, 20 Euro pro Monat, was ich dann ausgeben werde für Speedboost. Diesen Monat ist es dann leider ein bisschen mehr geworden. Ist aber jetzt auch nicht so wirklich schlimm und Benny ist offline. Okay. Dann ist Benny offline, dann können wir eben doch was anderes machen und ich kann jetzt nicht zu Skype. Er hat mich zwar bei Skype angeschrieben, aber ich kann da jetzt leider nicht hin, weil ich eine Aufnahme mache und da geht es nicht. So. Dann suchen wir mal nach einem Event. Downtown Challenge Rundkurs. So. Ja. Warum ich es gemacht habe. Ich habe mir so gedacht, für ein Let's Play wäre es schon besser, mehrere Wagen zu haben. Und damit es sich nicht alles so komplett in die Länge zieht, bis man einen neuen Wagen hat, habe ich dann halt eben das auf Speedboost geholt und einen Wagen gekauft. Okay, es sind jetzt mittlerweile mehrere geworden, weil ich eben, wie gesagt, viel Schatzjagd und sowas gemacht habe und viel Geld, Ingame-Geld und Speedboost dazu bekommen habe. Aber das war mein großer Beweggrund, um einfach für Let's Plays mehr zeigen zu können. Ich hätte jetzt vielleicht nicht den Jaguar für das Rennen nehmen sollen, weil der Jaguar jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür ist, ein Rennen zu fahren. Oh, Zivilauto, geh jetzt mal weg. So, da wären wir dann auch schon beim nächsten Thema, Verkehrsmagnet. Hoppala. Oh, ich hasse das. Mann! Ich fahre jetzt knapp seit 3 Wochen Multiplayer-Rennen und muss sagen, dass die Community teilweise extrem scheiße ist. Man muss es leider ehrlich so sagen, wie es ist. Es wird gerammt ohne Ende. Manche sagen jetzt, ja, es ist ein Rennspiel,
Da wird gerammt. Du bist einfach nur zu dämlich, du bist einfach nur zu großer Noob, um das zu checken und das zu machen. Ich weiß aber nicht, ob es so sein muss, dass man wirklich alles, komplett alles wegrammt. Selbst Teamflucht wird gerammt, was das Zeug hält. Wo ich mir denke, Leute, es ist eine Teamflucht. Ihr müsst zusammenarbeiten und euch nicht gegenseitig in euren Arsch wegrammen. Aber okay, Wayne, bitte. Ja, ich weiß nicht, ob man wirklich so dermaßen rammen muss. Und vor allen Dingen mit Power-Ups zuschütten muss. Jetzt habe ich leider auch ein bisschen hinten reingerammt. Allerdings, wie kann denn jetzt, die anderen sind schon längst im Ziel. Und, ja, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, Hacker. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Und dann noch Serverabstürze. Ja, ich habe ein paar Themen, die ich gleich noch durchsprechen werde hier. Das ist, was mir auf der Seele liegt, was ich mal loswerden wollte. Weswegen ich dieses Let's Play eigentlich auch gerade mache, um einfach da mal Themen anzusprechen. Wo war ich denn? Achso. Die Community ist halt eben ziemlich schlecht und man wird dann wirklich im Chat aufs Übelste beleidigt. Und teilweise aufs Übelste beleidigt. Und das muss einfach nicht sein. Ich meine, man spielt dieses Spiel aus Spaß. Oder man macht eben ein Let's Play davon, weil es einen Spaß macht. Und nicht, weil man irgendwie irgendwas beweisen muss. Ich weiß ja nicht, ob die ganzen 12-Jährigen da einfach zu dicke Eier haben. Und denken und sonst nichts im Leben geschissen bekommen. Aber hier einfach mal wirklich den dicken Max raushängen lassen. Das, hoppala. Das kann ja alles sein. Kann ja alles sein, dass es so ist. Aber ein bisschen Contenance, ein bisschen zurückhalten wäre ja auch ganz schön. Und dann mit Power-Ups zu bombardieren. Wenn ich mal Erster bin, was so oder so selten bis ganz selten vorkommt, dann werde ich mit Verkehrsmagneten zu bombardiert bis zum Erbrechen. Und Leute, bekommt ihr es ohne Power-Ups denn nicht geschissen, das Rennen zu gewinnen? Müsst ihr einen denn dann so dermaßen zubombardieren? Ich sag das jetzt nicht, weil ich dann vom ersten Platz gedrängt oder sowas. Nein, ich sage es, weil es mich einfach aufregt und weil es mich einfach ankotzt. Und jetzt werden auch wieder einige dabei sind und sagen, dafür sind die Power-Ups doch da. Ja, halt die Fresse. Ja, halt die Fresse. Weil Fair Play. Es gibt so ein Wort, das nennt sich Fair Play. Und das sollte, und das kann man leider nicht kaufen. Das kann man auch mit keinem Achievement gewinnen. Und das kann man auch leider nicht mit Speedboost kaufen und auch leider nicht mit irgendwelchen Skill-Mods aufmotzen. Nein. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und manche haben es eben nicht. Und diese Leute können anscheinend kein Rennen gewinnen, ohne irgendwelche Power-Ups zu benutzen. Ich bin jetzt auch Position 5, ich benutze aber jetzt keine Power-Ups, um mich vorzukommen, weil ich einfach mit meinem fahrerischen Können, was sich in Grenzen hält, weiß ich, danke. Wie gesagt, weil ich einfach mit meinem fahrerischen Können gewinnen will. Nicht, weil ich wie ein Weltmeister 3 Millionen Power-Ups nacheinander in einem Rennen raushauen kann. Da muss ich auch nicht spielen. Kann ich auch zu Hause sitzen, wie am Penis rumspielen und gut ist. So. Nächstes Thema. Hacker. Sind mittlerweile auch ziemlich schlimm geworden. Zumindest auf den Apex-EU-Server. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Servern ist. Da wird es wahrscheinlich nicht besser sein. Ich fahre teilweise mit Leuten, die schon fertig sind. Da hast du noch nicht mal eine Runde geschafft. So. Was geht hier los? Und bestes Beispiel unten wird hier schon wieder wild diskutiert. Noobie Rammer 2NB Learn Drive Noobie Crying I crying, I hammer I take my class a Noobie Get out here. Yeah. Welcome in this perfect
Maker Unity, sage ich dazu. Shut up, son of bitch. Das meine ich. Diese Community ist einfach am Arsch. Es ist einfach scheiße. Man wird einfach nur noch beleidigt und es geht nicht mehr anders. Jetzt ist... Ey, Leute. Habt mal ein bisschen Respekt voreinander. Ohne Scheiß. Ich meine, es ist Samstagabend, Samstagnacht, kurz nach zwei. Hier werden wahrscheinlich jetzt so die ganzen 12-jährigen Spackos drauf sein auf diesem Server. Das ist mir bewusst, die draußen ganz klein mit Hut sind, aber nur hier hinterm PC eine große Fresse haben können. Aber da bleibt mir echt die Sprache weg. Leute, ernsthaft. Ich meine, es ist jetzt Europa, es sind jetzt viele aus anderen Ländern drauf. Dem bin ich mir jetzt bewusst, es ist nicht nur Deutschland, aber ihr müsst es jetzt aushalten, weil ihr jetzt dieses Let's Play guckt. Ihr müsst es jetzt aushalten. Es ist unfassbar. Das ist hier so das perfekte Beispiel und ich danke euch, dass ihr es gerade in meinem Let's Play gemacht habt. Es ist unfassbar. So, wo war ich? Hacker. Richtig. Es sind ziemlich viele Hacker jetzt sogar dort drauf. Wie gesagt, du hast gerade mal die erste Runde geschafft und die sind schon im Ziel. Dann steht dort, Rennen wird in 30 Sekunden beendet. Was nicht möglich sein kann. Denn wenn es so ist, dass nur ein Fahrer ins Ziel gefahren ist und vier Fahrer hintereinander da sind, die nicht ins Ziel kommen, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Und das ist in diesem Fall eben... Das ist in diesem Fall jetzt eben Hackerangriff. Kompletter Hackerangriff oder Cheater, was auch immer, was einfach nicht Not tut. Ganz im Ernst. Es ist. Ich weiß nicht, warum man. Oh, jetzt bin ich im Chat drin. Ich weiß nicht, warum man. Ich kann jetzt die Schatzjagd machen. So, dann teleportiere ich mich da jetzt mal hin. Ich weiß nicht, warum man es nötig hat. Zu cheaten und zu hacken. Ganz ehrlich, was habt ihr davon? Okay, ihr seid die Besten, ihr seid die Geilsten, ihr habt ganz viel Speedboost, ihr habt ganz viel Geld. Oh, ihr seid so toll, ihr seid so Knorke. Toll, dafür könnt ihr euch im echten Leben auch nichts kaufen. Ich meine, ist es euch so wichtig, in einem virtuellen Leben, was es nun mal ist, es ist ja nun mal alles virtuell, es ist nicht das echte Leben, Leute. Habt ihr es so nötig, im virtuellen Leben der geilste Obermacker zu sein? Läuft euer Leben so scheiße, dass ihr das nötig habt? Also ich meine, wenn ihr euch mal darauf konzentrieren würdet, im echten Leben dann was geschissen zu bekommen, müsstet ihr nicht hacken. So ernsthaft gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hinfahren will. So, wo muss ich denn hin? Ja, ich bin völlig draußen aus dem Gebiet, weil ich mich schon wieder völlig verquatscht und mich aufs Fahren konzentriere. Wenn eure ganze Energie mal darauf konzentriert würdet, im echten Leben was geschissen zu bekommen. So viel Energie, wie ihr da reinsteckt. Dort, hoppala. Ja, sehr gut. Man sieht, ich bin der Pro-Fahrer. Dann müsstet ihr vielleicht nicht die ganze Scheiße hacken und schieben. Und dort im Spiel als der Beste dastehen. Denn Hacker und genau die ganzen Flamer und Hater, die auf diesen Servern drauf sind, sind nicht cool, sind nicht toll. Die sind einfach ab. Die sind in meinen Augen, sorry, Abschaum. Ich weiß nicht, ob jetzt Leute unter den Freunden, die ich hier habe, Hacker bei sind, Cheater bei sind, oder ob irgendwie unter den anderen Spielern, die dieses Let's Play gucken, wo will ich eigentlich hin? Kann das einer mal erklären? Irgendwelche Hacker und Cheater sind. Dann schreibt es bitte mal in die Kommentare und nennt mir mal bitte euren Grund, warum ihr das macht. Und jetzt nicht, ja, es ist voll geil, weil man hat voll die geilen Karren und man ist voll der Beste. Das sehe ich nicht als Grund. Ganz bestimmt nicht, weil das ist nämlich Blödsinn. Denn man hat... Ehrlich, man hat viel mehr davon. Man hat viel größeres Ansehen, wenn man alles, wenn man das alles erreicht,
indem man einfach normal spielt, also mit Ehrlichkeit erreicht, anstatt mit irgendwelchen Cheatcodes, die man irgendwo eintippt. Weil das kann jeder. Das dauert 5 Minuten, diese Cheatcodes einzutippen. Ja, und dann ist es damit gegessen. Aber sich ein Auto zu leisten, mit Ingame-Geld, braucht schon viel mehr Zeit und viel mehr Energie. Ist natürlich dessen mal bewusst. Ich weiß, es geht sowieso jetzt eben im Arsch vorbei, was ich hier jetzt kleiner Let's Player sage, aber trotzdem. Sollte man mal, wo ist der denn? Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Na gut. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt schon wieder 15 Minuten komplett nur geraged habe. Nein, 20 Minuten. Okay. Dann kann ich ja noch ein bisschen was dazu sagen. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen wollte. Ich glaube, das ist eigentlich alles gewesen, was ich sagen wollte. Und ich werde jetzt bei Skype angeschrieben und genervt und tralala, blablabla. Und ich weiß nicht, wo ich hinfahren will, weil ich jetzt gerade völlig die Konzentration verloren habe. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin ja völlig aus dem Umkreis weg. Wo bin ich denn hingefahren? So, ich teleportiere mich auch kurz hin und trinke mal einen kleinen Schluck. Moment, Moment, Moment. Geht sofort weiter, ich bin sofort wieder da. Moment. So. Okay. Was war das denn? Das ist ja wie eine Wespe. Ah. So. ganz winzige Kleinigkeit, die ich jetzt noch habe, ist die Server von EA. Ich habe mich schon auf Facebook ausgelassen, ich habe mich auch schon auf YouTube ausgelassen, die Server von EA sind der letzte Ranz. Die Serverarbeiten von EA bzw. von Origin sind einfach, ist ein absolutes No-Go. Ich habe in den letzten Wochen so viele Serverfehler gehabt mit Error Code oder Fatal Error Code 7, dass ich einfach rausgeschmissen wurde, oder mit einem habe ich schon erwähnt, dass es nach 2 ist? Morgens, da bin ich schon mal ein bisschen wieder weg. Was ist denn das hier? Authentifizierungsfehler, so. Wo ich dann einfach einen halben Tag einfach mal nicht auf den Server drauf gekommen bin. Ich weiß nicht, ob das für ein Millionen- oder, ach, was heißt Millionen? Milliardenunternehmen wie AA, ob das ein sehr gutes Aushängeschild ist. Mal so, dazu mal gesagt. Also, warum fahre ich jetzt hier lang? Ich will doch da lang. Wieso fahre ich denn jetzt hier lang? Ich sollte wirklich nicht. Ich sollte mich echt mehr aufs Fahren konzentrieren. Anstatt hier rumzulabern. So, bei der Tankstelle ist er. Hoppala. So. Ich sage auch schon wieder viel zu viel M und sowas. Und ich weiß nicht, EA. Bitte, bitte, kriegt eure Server mal geschissen. Also jedes Mal, wenn ich das Spiel anfange zu spielen, wird mir ein Fehler angezeigt, dass da irgendeine Anwendung nicht gestartet werden konnte, weil irgendein Server da nicht will und sowas. EA, bitte, 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 kriegt eure Server geschissen. Weil, das könnt ihr, vor allen Dingen der zahlenden Kundschaft, könnt ihr das doch nicht antun. Ich meine, die rennt euch weg. Mal ganz im Ernst. So. Ich habe auch meine Meinung schon auf der EA-Homepage dazu geschrieben und naja. Alter, was ist denn jetzt los hier? Ich sollte mich wirklich aufs Fahren konzentrieren und nicht so viel quatschen. Weil wenn ich über so ernsthaftige Themen rede, dann kann ich nämlich nicht mehr richtig fahren. Das ist leider so. So.
Also ich habe jetzt die ganze Zeit immer nur über das Spiel genörgelt und sowas, aber das Spiel hat auch wirklich positive Sachen. Das ist aber so, das Spiel hat halt Suchtpotenzial, es macht halt Laune, wenn die Server funktionieren, wenn man auf die Server draufkommt, wenn man eine vernünftige Community erwischt, die ja momentan ein bisschen Rotze ist. Mal ganz ernst zu reden. So, noch 4 Steine, dann haben wir die Diamantenjagd auch geschafft. Und ich glaube, ich muss hier lang. So, danach fahre ich noch ein paar Rennen.